Im Fitting werde ich auch immer wieder gefragt, was ist denn der beste Golfball für mich? Ich schwinge nicht so schnell, ich schwinge sehr schnell, ich brauche mehr dies, ich brauche mehr das. Was gibt es denn da für Grundsätze? Ja, und das ist eine spannende Geschichte. Ich habe mich erstmal damit beschäftigt, wie sehen die Golfbälle aus und was machen die eigentlich? Dann könnt ihr das vielleicht selber besser beurteilen. So, angefangen habe ich damit, dass ich erstmal ein paar Golfbälle aufgeschnitten habe. Dafür habe ich mal meine Astschere missbraucht. So, da haben wir noch einen Golfball offen. Und die Golfbälle sehen ja wirklich sehr spannend aus. Also hier sehen wir, das ist ein Ball, der hat zwei Schichten, einen Kern und eine äußere Schicht. Das ist die unterste Kategorie. Und alles, was Premium-Bälle sind, haben definitiv drei oder mehr Schichten. Aber warum ist das eigentlich so? Warum braucht man eigentlich diese Schichten und was machen die? Ja, zunächst mal, ein Golfball ist natürlich das Teil, was bei jedem Schlag auf dem Golfplatz benutzt wird. 40% aller Schläge sind Putts. Dann kommen eine ganze Ecke Sachen aus dem Kurzspiel. Ich glaube, knapp über 20% sind noch die kurzen Annäherungen. 20 bis 25%. Weitere 20% sind so Transportschläge oder etwas längere Schläge ins Grün. Ja, und dann bleiben gerade noch, ich glaube, 16% sind Abschläge, also wirklich die ganz weiten. Und daraus ergibt sich auch schon, was ist wichtig für einen Golfball. Das Erste beim Golfball, was wichtig ist, dass er gut ist im Kurzspiel und Putten. Und alles, was weiter nach hinten kommt, ja, ergibt sich dann automatisch. Aber das wäre auch die Reihenfolge, in der ich vorgehen würde. Klären wir mal als Erstes mal, so ein Golfball hat immer ein Thema. Nämlich das Erste, was wir gerade gesehen haben, ist, dass es ein Kern hat. In dem Fall hier der große. Man sieht das jetzt bei diesem Golfball, der hat ganze 5 Schichten, TaylorMade TP5X. Ist nichtsdestotrotz der Kern bei jedem Golfball erstmal das Wichtigste. Wofür ist der zuständig? Der Kern eines Golfballs ist das, was beim Abschlag am aktivsten ist. Der Kern wird in der Sprache der Golfballhersteller so als Motor bezeichnet. Natürlich erzeugt er keine Energie, aber der nimmt, wenn er beim schnelleren Schwüngen stärker komprimiert wird, nimmt die Energie auf und gibt sie wieder ab. Der Kern hat einige Themen, was er macht. Der ist hauptsächlich für die Geschwindigkeitsgenerierung ein Teil des Gefühls und die Golfbälle, insbesondere der Kern, hat eine gewisse Kompression. Kompression ist auch so ein Stichwort. Das ist eigentlich das, wenn ich hier den Golfball zusammendrücken würde. Da gibt es so Geräte dafür. Ich habe, glaube ich, sogar eins da, muss ich nochmal raussuchen. So, kaum spricht man drüber, da fällt es einem ein. Also es gibt Messgeräte verschiedenster Art. In dem Fall ist das ein Messgerät. Da wird der Golfball reingepackt und dann kann man das Ganze drehen. Man sieht, dass unten so ein Teil rauskommt. Und dann haben wir oben eine entsprechende Anzeige, je nachdem, wie groß ist der Widerstand gegen Druck, also wie weit lässt er sich zusammendrücken oder eben komprimieren. Und dies Komprimieren wird früher gesagt, ja Mensch, Mythos Nummer 1, langsame Schwünge brauchen einen weichen Golfball, weiche Kompression, schnelle Schwünge brauchen eine hohe Kompression. Ja, das ist heute, muss man ganz klar sagen, Quatsch. Warum? Die Materialien der Golfbälle, die wir haben, wenn ich jetzt den hier mal nehme, das ist jetzt ein Pro V1, der hat jetzt so eher so eine mittlere Kompression, sind so gut geworden, dass im Unterschied von vor 10 Jahren auch Golfbälle mit etwas niedrigerer Kompression durchaus noch eine volle Ballgeschwindigkeit machen. Früher war es so, nur sehr harte Golfbälle konnten gut die Energie abgeben. Weiche Bälle haben schon wieder weniger Energie abgegeben, sprich weniger Ballgeschwindigkeit und Weite gemacht. Das wollen wir natürlich nicht. Was aber wichtig ist, wenn ich einen entsprechenden Golfball habe, dieser Kern, der ist auch für den Driver Spin zuständig in dem Bereich. Und dann kommen wir nämlich zu dem zweiten spannenden Thema. Ich kann einen Golfball heute nehmen, der, was den Kern angeht beim Driver, eher etwas weniger Spin macht, aber auf der anderen Seite im Kurzspiel viel Spin generiert. Also beides zusammen. Und genau das ist nämlich der Trick an der Sache. Wenn ich mehrere Schichten habe, genau dafür sind die zuständig. Man sieht hier so eine ganz dünne Schicht, das Weiße und dann hier dieses Schwarze. Ich glaube, ich kann noch dichter kommen, dann sieht man es noch besser. Diese schwarze
Schicht ist eine sehr harte Schicht, während die Schale bei diesem Golfball, das ist ein Pro V1, eher weich ist und aus einem Material, nennt sich Urethan, ist. Und das weichere Äußere, was inzwischen auch sehr haltbar ist, das war vor Jahren auch noch anders, und dieses weichere Äußere sucht für einen guten Kontakt mit einem Wedge. Und wenn der Schläger und der Golfball zusammenkommen, dann muss nicht nur das Wedge gut sein, sondern auch der Golfball, damit ich vernünftigen Spin generiere und die Bälle im Grün vernünftig zum Halten bekomme. Ja, und das muss man ja sagen, brauche ich also mindestens 3 Schichten, um das zu erreichen. Bei 2 Schichtball wie dem, das ist jetzt ein Pro Ace, irgendwo etwas mit so einer lustigen, durchsichtigen Schale. Und bei diesen Golfbällen funktioniert das technologisch schlicht und ergreifend nicht. Die haben eigentlich nur den Kern, der funktioniert, und dazwischen ja noch natürlich eine Schale zum Schutz drumherum, damit es in irgendeiner Form entsprechend ist. Sind sehr haltbar. Das ist aber auch schon das Einzige, was sie haben, werden auch gerne als Range-Bälle eingesetzt, reagieren aber bei weitem nicht so gut wie alles ab 3 Schichten. Dann fragt man sich, wofür brauche ich Golfbälle wie diesen? Das ist jetzt ein Golfer mit 1, 2, 3, 4 Schichten, das ist der Titleist Pro V1X. Ja, und so kann der Designer, wenn er sagt, ich habe jetzt noch weitere Schichten zur Verfügung, sagen, ja, der äußere Layer ist eine Urethanschale, absolut wichtig, dann eine harte Schale und dann für die mittleren und längeren Eisen kann ich nochmal etwas andere Eigenschaften kreieren. Beim 5-Schichtball, ich glaube, der wurde mal für Jim Furyk mal entwickelt, ursprünglich von TaylorMade. Gehen wir nochmal hier rein, man sieht das hier auch. Und diese 5. Schicht, die noch da ist, ist wieder eine Spezialisierung. In dem Fall ist die Spezialisierung dafür da, zu sagen, das war bei Furyk so, mit dem, ich glaube, Eisen 4, Eisen 3 habe ich nicht ganz mehr den Spin und die Eigenschaften, die ich haben möchte. Könnt ihr mir einen Golfball bauen, der das macht? Ja, haben sie dann gemacht, ist natürlich fantastische, gute Idee. Ich kenne aber keinen Amateur, auch nicht die guten und die Mannschaftsspieler, Single-Handicapper, Plus-Handicapper, die, ich glaube, den Unterschied dann rausbekommen. Der Golfball kostet ja nicht mehr, ist ein toller Golfball, da geht es gar nicht drum, aber technologisch ist es der Sprung für einen normalen Golfspieler, mit normal meine ich ganz normal Handicap, 20, 30, 40, was auch immer, was ja 90% aller Golfer hier sind, würde es ungemein helfen, den Dreischichtball mit einer Urethanschale zu spielen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Entscheidend für einen Golfball ist, dass ich sowohl im langen Spiel gute Geschwindigkeit und ein Spinverhalten mit dem Driver, für die meisten ist dort ja der niedrige Spin erstrebenswert, bekomme. Aber im Kurzspiel und bei den anderen Themen genau das Gegenteil bekomme, nämlich viel Spin und ein gutes Gefühl, vielleicht auch ein softes Gefühl. Und das kann erst mit 3 Schichtbällen erreicht werden. Ein guter Spin geht, das ist eben auch der Fall, erst mit einer Urethanschale, das ist ein Material, was eben mit den Schlägern zusammen eine vernünftige Sache hat. Und natürlich das Wedge muss oder die Schläger müssen immer sauber sein, den Ball möglichst auch, wenn was dazwischen kommt, habe ich immer ein anderes Verhalten. Ob ich dann noch einen 4-Schicht, 5-Schicht-Ball habe, ich habe sogar gefunden einen 6-Schicht-Ball, wobei die Schichten zum Teil sehr, sehr, sehr dünn sind. Ich zeige das hier nochmal. Da kann man kaum erkennen. Ich habe sie nachgezählt, sind tatsächlich 6 Stück. Das ist so ein Honma-Golfball, der besonders gut für alle sein soll, aber ganz ehrlich, das braucht kein Mensch.